So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest. So, Login. Ja, sehr gut. So. Voll wild. So, da sind wir wieder. Der ist fertig. Stimmt, wir sollten wie irgendwie, ja, wir sollten einfach echt mal das nachts machen. Erstens, so häufig wie es Nacht wird, easy. Und zweitens geht halt so viel schneller, wenn er über Nacht es einfach skippt. Logisch geht es dann schneller. Da hätte ich jetzt gedacht. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon wieder ein bisschen Dingsbumster. Und ich habe jetzt überlegt, wir gehen noch nicht auf eine Kohlesammlung, sondern wir fangen direkt an, dort zu graben. Obwohl, vielleicht finden wir auch so direkt Kohle, ne? Das wäre natürlich clever, das Ganze zu verbinden. So, dann müssen wir uns aber natürlich auch doch direkt überlegen, wie groß wir das Ganze hier aufziehen wollen. Ich würde sagen, wenn wir hier reingehen, hier ist die Tür, also so da vorne, also hier bei der Grenze da. Das heißt, wir machen hier, oh, das war es dann auch mit der Spitzhacke. Wir machen hier zwei Treppen nach unten, sodass wir quasi auf der Ebene unser Lager haben. Ja, ein bisschen. Damit es optisch ein bisschen runter und dadurch das Ganze ein bisschen größer wirkt. Ne? Damit man, wenn man die Tür aufmacht, so Überblick hat, wie groß das Ganze denn ist. Einfach eine optische Sache. Ne? Wisst das schon. So, das heißt, ich würde dann gerne hier direkt anfangen, breiter zu werden. Kann man Slabs auch seitlich platzieren? Meine Idee ist. Nicht Slabs, sondern hier Stairs, dass man hier auch Treppen hinsetzt, sodass quasi hier vorne die Kante weg ist. Das müssen wir mal unbedingt. Wir haben gerade keine Stairs parat. Das muss ich mal probieren. Geht das? Weil ich weiß, dass man spätestens mit dem Schraubendreher kann man eine ganze Menge machen. Da kann man. Also die wichtigste Frage vor allen Dingen kann man aus Cleanstone Treppen machen. Wenn das nicht geht, ist die Aktion sowieso vorbei. Doch, kann man. Kann man, das ist geil. Okay, weißt du was? Leck mich, die nehme ich also einfach mal so mit. Und dann bauen wir uns mal einen Schraubendreher. Haben wir ja noch nicht so weit, ich weiß. So, geht da genau in Arbeit. Hat der nicht schon funktioniert? Wir haben doch früher mein Klon sehr viel mit dem Schraubendreher gemacht. Na, wir gucken mal. Vor allem muss ich erstmal gucken, wie das wieder war mit dem Rotieren. Welche Maustaste jetzt um welche Achse rotiert. So, meine Idee ist quasi. Achso, wir bräuchten drei. Wir müssen ja hier alle drei rausschlagen. Okay, erstmal probieren wir. So, du kommst erstmal weg. So, wir setzen mal hier provisorisch einen ein. Wenn ich jetzt direkt hier hinten dran klicke. Nee, macht er nicht gleich. Schade. So. Hilfetext gibt es leider nicht, ne? Nee, vielleicht gibt es einem Handbuch. Das war nicht das Handbuch. Das hier war das Handbuch. Blöcke, sonstige Werkzeuge, Waffen. Schraubendreher, wo zum Fick ist der Schraubendreher? Schraubendreher, Schere, Schraubendreher, Schere, Schere, Leger, Schiefe, Schraubenzieher, ganz unten, na ja klar. Schlägen mit diesem Werkzeug funktioniert auf die übliche Weise. Nahkampf und Kram sind damit entweder nicht möglich oder funktionieren auf an. Was ist das für eine Beschreibung von Schraubendreher? Ach Leute, leck mich doch am Arsch. So, das ist auf jeden Fall um die Achse, wie er. Es wird schon wieder dunkel. Gut. Bevor ich hier anfange, irgendwas zu erklären, gehe ich lieber mal pennen, sonst erkläre ich mich hier in den nächsten Creeper rein. Let's go. Ich setze die Tag-Nacht-Zyklus ein bisschen gleich mal hoch. Das ist ja, also die Geschwindigkeit runter. So. Das ist ja hier. Das ist ja mörderisch. Scheiße, das hätte ich gleich in Sand machen können. Egal, es gibt ja gerade bald noch eine Nacht. So, wir machen auf jeden Fall gleich mal direkt noch zwei. Also vier. So, okay. So, ich sag, wir haben noch eine Tür gleich. Kann ich die auch gleich einsetzen? Türen, ja, haben wir noch zwei Stück. Easy. Unser Inventar ist ganz schön voll, kann das sein?
Was kann noch raus? Du kannst raus, du kannst raus. So, weißt du was? Bevor ich mich hier dumm dödle. So. Können wir es nicht mehr vergessen? Easy. Wobei, ganz ehrlich, wir brauchen keine 64 Glas. Also, jetzt mal no joke. 16 reichen komplett aus. Da müssen wir jetzt hier nicht alles. Ja, also. So, meine Idee ist nämlich. Nee, genau, ich wollte erstmal erklären. Also, Linksklick ist also ne, der ist ja, du hast ja einen Boden. Ne? Das ist ja quasi der Boden der Tatsachen. In dem Fall ist der jetzt falsch rum, das heißt, der Boden ist die obere Seite. Das wäre eigentlich der Boden. So. Und um den Boden herum, also, ne, wenn der Block so platziert ist, dass er jetzt hier ist, und die Achse, die ich jetzt gerade runter gucke, so rotieren tut man quasi um die eigene Achse. Das ist mit Linksklick. Ja? So rotierst du um die Achse. Und mit Rechtsklick rotierst du die Achse an sich. Das heißt, das sind auch wahrscheinlich das, was wir jetzt brauchen. Ne, jetzt ist die Achse gespiegelt. Jetzt ist die Achse. Hä? Okay, man kann die Achse nur spiegeln. Okay, das ist. Man kann die Achse gar nicht rotieren. Damn it! Huh. Man kann die Achse gar nicht rotieren. Ja, leck mir am Arsch. Also das ging früher, mein Klon, das weiß ich. Oder verwechsel ich das mit Mindtest? Also hier Mindtest-Game. Man konnte doch auch die Achse rotieren. Oder habe ich mich da immer beholfen, dass ich. Warte mal. Oh. Oh mein Gott. Wir haben noch ein bisschen Erde. Wenn ich jetzt so. Ne, dem ich quasi eine Steilvorlage gebe. Und jetzt. Und die dann hier so dran platziere. Ne, macht er auch nicht mehr. Ah, nee. Weil früher hat er nämlich, sobald man mehrere platziert hat, hat er die dann aneinander ausgerichtet. Und dann damit die Achsen automatisch so gemacht, wie er. Aber macht jetzt auch nicht mehr. Ja, du kannst die Achse nur noch spiegeln. So rotierst du um die Achse und so spiegelst du die Achse. Also drehst die um 180 Grad halt. Ne? Ist das schon. Mittelklick, also mittlere Maustaste macht natürlich gar nichts, ist ganz klar. Der ist ja auch nicht zugewiesen. Damn it! Okay, das ist natürlich richtig räudig, dass sie das rausgenommen haben. Verweigert einem natürlich sehr viele Baumöglichkeiten. Oder gibt es jetzt noch ein anderes Werkzeug, was das macht? Nö, weg erstmal nix. Das ist doch kacke. Okay, dann hat sich das also erstmal erledigt, bis wir da eine Lösung gefunden haben. Gut. Ist halt so. Dann können wir da doch keine schöne Schräge reinbauen, sondern müssen halt doch mit dem kompletten Block arbeiten. Sei's drum. Ich meine, wir könnten ja jetzt auch irgendwelche Slabs gegen bauen, aber da habe ich dann auch keinen Bock. Ganz ehrlich. Also. Ne, hier quasi so ein Slabking machen, dass es hier keine so dicke Wand ist, sondern so eine halb dicke Wand ist. Können wir darüber streiten. Ich hoffe wenigstens die Slabs baut er in die richtige Reihenfolge, also baut er denn gegen und nicht auch wieder hier nach unten. Das muss ich mal direkt mal probieren. Ja, verschwenden wir zwar jetzt ein bisschen Stein, aber das Schöne ist, bei den Slabs und bei den Stairs, wenn die Cleanstone sind und man die abbaut, dann bleiben sie auch Cleanstones, ja, das heißt. Die kann man zumindest beliebig an- und abbauen. Da hat man keine so großen Verluste. So, hier haben wir, hier kriegen wir jetzt direkt 6. So, wenn ich jetzt die hier gegen die Wand baue, macht er auch nicht mehr. Ja.
Kannst du ver. Wow. Du kannst sie nicht mehr gegen die Wand bauen. Was ist. Oh, Leute. Mein Klon ist gerade ein bisschen unsympathisch geworden. Gut, dann schieben wir die erstmal direkt in die Kiste und beachten die einfach nie wieder. Das versperrt natürlich diverse. Wie sagt man? Ästhetische Möglichkeiten, keine Ahnung. Ja, das ist ja richtig doof. Das hat doch früher funktioniert, oder? Also spätestens, dass man das gegen die Wand bauen konnte und die sich dann gegen die Wand ausgerichtet haben. Mindestens das hat doch funktioniert früher. Oder war das alles immer nur mein Testgame? Das ist ja richtig hässlich. Ja, wie gesagt, dann müssen die halt so erstmal bleiben. Das ist halt so. Vielleicht haben wir später noch eine Lösung. Kann sein. Gehe ich erstmal nicht von aus. Außer die Core-Entwickler von MindClone sehen dieses Video und fügen dann dieses Feature noch hinzu. Oder wieder hinzu, vielmehr. Wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass das früher so war. Also, da kann mir keiner was erzählen. So, ich überlege auch, ob ich das hier so lasse oder... Komm, ich mach die direkt weg. So, macht mehr Sinn. So, hier oben die Erde geht natürlich gar nicht. Komm her. Danke. So, komm her. Ah, ich habe mir ein bisschen Erde geschenkt. Sehr geil. So, dann bauen wir mal hier ein bisschen wieder ein. So und so. Also, siehst du, kann ich gleich mal hier. Da und da. Danke. So. Haben wir hier schon mal cleanen Raum? Ja, Ronny, das war ja. Weißt du, da baue ich einen falsch und will vor Schreck den direkt wieder abbauen und nutze dafür auch nochmal die falsche Taste und baue gleich zwei falschen. Das ist ja richtig geil gelaufen. Achso, zwei Treppen hätte ich doch trotzdem mitnehmen können hier für das Ding. Oder will ich überhaupt Cleanstone-Treppen? Ja doch, mit Cleanstone-Treppen sieht es besser aus. So, aber die Tür kann man gleich mal einsetzen. Das geht jetzt natürlich gar nicht mehr. Scheiß jemand an. So, und so, und so, und so. Voila. Yeah. Nervt überhaupt nicht. Gut. Den Boden hier, das ist jetzt die Frage. Ich würde ihn fast Cleanstone lassen. Oder? Boah, schwere Entscheidung. Cleanstone sieht gut aus. Cobblestone würde scheiße aussehen. Das Problem ist halt, mit Stone Bricks hätte ich halt keinen Kontrast mehr zu den Wänden. Und mit Cleanstone haben wir aber auch wenig Kontrast hier zum Innenraum. Aber trotzdem sieht Cleanstone immer noch am besten aus, ne? Das heißt, ich lasse es mit Cleanstone. Okay. Ist das hier Sand oder Erde? Ja. Sand oder Erde. Sand oder Gestein, meine ich doch. So, die mache ich hier nochmal weg. Dann mache ich bis hier vorne. So, das sieht doch gut aus. Okay, wir brauchen also doch nochmal zwei Cleanstone Stairs. Aber dann passiert ja doch direkt mit den sechs. Für den Fall, dass sie dieses Feature später wieder einbauen. Wenn nicht, werden die sechs da für immer drinnen bleiben. Kann ich mal hier irgendwie Schweine spawnen? Wir brauchen noch ein paar Schweine. Ich meine, gut, wir könnten die auch einfach mal füttern. Ne? Dann haben wir bald mehr Schweine. Ich bin auch so ein Held, ne? Was können wir noch gleich züchten? Die Schafe brechen doch aus, kann das sein? Vor allem, die bewegen sich halt auch nicht, ne? Alle Tiere bewegen sich? Gut, die Hühner bewegen sich gerade auch nicht.
die Schafe brechen aus. What the fuck? Das ist nicht gut. Würde ich das mal behaupten. Warum das denn? So, jetzt haben wir hier ganz viel Glas drin. Sehr geil. 17? Warum 17? Hä? Muss das nicht 16 sein? Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Aber okay, lassen wir einfach mal so. Ja, wieso? Was ist mit den Schafen los? Okay, das heißt, wir brauchen ganz dringend. Jetzt mal überlegen. Also, die. Boah, Alter, mein. Das ist ja alles voll. Du kommst nach da. Jetzt haben wir hier eine Tür, wow. Ja, das bringt auch nichts. Sehr geil. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Erstmal, die haben ja, Schweine sind ja Kartoffeln und Karotten, ne? Nehmen wir mal hier ein paar Kartoffeln mit. So, für die Schafe ein bisschen Heu. Und dann gehen wir mal auf die Tierjagd. Holen wir ganz kurz erstmal hier direkt mal was wegsnabulieren für uns. Haben wir auch gleich mal zwei von diesen Dingern hier weg. Sehr geil. Direkt wieder ein bisschen Platz gewonnen. So muss das sein. So. Was zur Hölle ist mit den Schafen los? Du kommst mal her. Ist hier noch irgendwo? Aber die Hühner brechen nicht aus, ne? Hier, die sind jetzt einfach gespawnt, ne? Die müssen wir jetzt hier 8 Stück drin haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Alle 8 sind da. Das ist gut. Habe ich gar nicht reingebraucht. So, ist hier noch ein Schaf? Hier war doch letztens noch ein Schaf. Ich glaube mal, das ist mittlerweile im Wasser ertrunken, ne? Schweinchen! Okay, Schweinchen ist wichtiger. Sorry. Oh, dann ist direkt noch eins gespawnt. Ja, eins fehlt noch. Und da sind alle 4. Sehr geil. Oh. 4 Schweinchen aufs Haus. Das ist geil. Apropos Haus, was ist denn das? Da. Gut, gehen wir mal hier rum. Ja, ich hänge fest. Ja, komm. Ja. So, hier ist die Tür. Alle herkommen. Oh, diese Schweine, ne? Dass sie genau gleichzeitig versuchen, durch die Tür zu kommen. Es ist so unendlich traurig. Na komm. Also Recht hat es gleich geschafft. Ja, okay. Wieso bewege ich mich hier? Mann, könnt ihr mal aufhören, mich hier wegzuschieben? Los, komm rein. Da kriegst du eine Krise. Könnt ihr dieses Gatter nicht ein Pixel breiter machen? Ganz ehrlich. So, dann haben wir jetzt 6 Schafe. Hey. Komm. Sehr geil. Jetzt müssen wir nur noch uns wieder um die Schafe kümmern. Wie gesagt, da haben wir jetzt nur noch 2. So, powered by danke dafür. So, hier ist 1. Hier ist auch noch 1. Haben wir zumindest wieder 4. Und dann werde ich die am besten gleich mal füttern. Weil 4 ist mir echt ein bisschen zu wenig. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, nur so auf ganz süßer Basis. Oh, ein Eichen. Die sind natürlich auch direkt hier. Achso, ja klar, die Kühe natürlich auch. Die Kühe sind aber auch viel weniger geworden. Ne? Achso, oder die hängen jetzt hier alle zusammen. Alle aufeinander geglitscht. So, Schafe sind alle da. Ja, bitte. Lass mich rein, ich bin vom Fach. Hallo, los, komm. Diese Gatter, ne? Diese Gatter sind so dumm. Eigentlich muss man immer 2 Gatter direkt nebeneinander machen, damit die Tiere da ordentlich durchpassen. Warum? Also lieber ist halt 2 Gatter nebeneinander, sieht halt hässlich aus, weil die halt nicht denn beide groß aufgehen, sondern dann hast du einen so ein. Ja, sieht halt einfach scheiße aus, wenn du das aufmachst. So, können wir mindestens ein Schaf durchpassen? Okay. So, gleich beide. Okay. So. Ich hab keine Ahnung. So, erstmal hier, du. Und du.
So. Aber weißt du was? Hier kommen wir hier. Boah, wie viele da auf einer Hoffe sitzen gerade, Alter. Yay, zwei kleine süße Tiefchen. Oh, wie süß. So, haben wir ein bisschen, wir haben kein Korn dabei. Ganz ehrlich, hier kommen die Schafe. Schweine. Na, eine ist doch unbedingt, oder? Müsste ich doch eine unbedingt sein? Eine muss doch unbedingt sein. War doch eine gerade Anzahl an Schweinen, oder? Ist auch egal. Passt. Wir haben auf jeden Fall genug Schweine. Von daher. So, den schicke ich auch gleich mal, wie gesagt, noch gleich mal die Hühner durch. Ah, ist mal hier. So. Dann haben alle was. Dann kann mir keiner sagen, dass die unglücklich sind oder so. So. Alle, die Hunger haben, kommen zu mir. Okay, bloß die 4, eine die 5. Sehr geil. So, sonst so keiner mehr? Sehr gut. Okay, komm, die kriegt ja auch was. Hier. Yeah. Man muss halt nur aufpassen, weil die Küken, die essen halt unbegrenzt viel. Ja, nicht nur so lange, bis sie einmal hatten. So, okay, jetzt müssen eigentlich alle Tiere haben, ne? Fast alle. Ein paar Kühe wollen noch. So. Okay. Schweine haben auch alle. Ja, sieht so aus. Okay, gut. Ja, das ist doch schon, das sieht doch schon eher aus wie Bauernhof. So, okay, wir müssen die Stelle zwar eigentlich wirklich größer machen. Da sind jetzt ganz schön viele Tiere auf ganz schön kleinem Raum, muss man auch dazu sagen, aber es ist halt hier Mastbetrieb. Das gehört so. Die können froh bleiben, dass nicht nur pro Tier ein Block ist. Ja. Ist ja schon Freilandhaltung ist ja schon A-Klasse hier. So, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung mehr. Erstmal hier alles zurückräumen, bevor ich noch Gaga im Schädel werde. So, wir wollten Treppen mitnehmen für das Ding. Dann wollten wir eine Tür haben wir schon installiert. Weiß ich gar nicht. Oh ne, eigentlich wollte ich die Treppen. Ja, gute Frage. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Komm, wir gehen einfach mal los. Let's go. Oh. Eichen, wo? Ah, gut, dann laufen wir hier mit einem Eichel. Wow. Weißt du was? Wie war das? Linksklick? Okay, war Linksklick. Sieht aber nicht aus, als wenn da gerade einer gespawnt ist. Schade. Ne, weil mit Eicheln kann man ja so Hühner spawnen lassen. So. Eine da. Und schon haben wir hier auf einen wunderschönen Aufgang. Ja, sieht doch geil aus. Was ich auch früher gerne gemacht habe, ich weiß gar nicht, ob ich das im Let's Play gemacht hatte. Ich habe es auf jeden Fall bei meiner privaten Welt habe ich das gemacht. Also Quatsch, nicht privaten Welt, sondern auf meinem Server, aber bei dem ganz alten Mindclone-Server. Den kennen vielleicht noch einige. Na, also jetzt nicht den Mindclone-Server, der bis vor kurzem, also vor einem Jahr. Ist ja mittlerweile schon wieder eine Weile her. Ich hatte diesen German Mindclone Server, den auch wie gesagt viele kennen wahrscheinlich. Aber das war ja nicht der erste Mindclone Server. Davor hatte ich ja damals noch einen alten, den ich aber dann zusammen mit allen anderen alten begraben hatte.
Und auf dem ganz alten Myclone-Server hatte ich ja direkt am Spawn so ein Hotel gehabt, was ich gebaut hatte. Und in dem Hotel hatte ich auch so ein Kellergewölbe, wo so automatisierte Backöfen oder sowas waren. Da hatte ich hier so einen abschüssigen Bogen nach links und rechts. Versteht ihr, was ich meine? Und den würde ich hier gerne auch nochmal bauen, weil das sieht halt geil aus. Es kann sogar sein, dass ich in dem, weiß ich gar nicht, im Creative Server Let's Play, da haben wir auch so ein Lager gebaut unterirdisch. Hatte ich da auch sowas gemacht? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall finde ich das halt von der Optik her super geil. Und ja, bin am Überlegen, ob ich das hier auch mache oder ob ich ein anderes Konzept verfolge, was ich gerne mal probieren würde, und zwar mit so einem Holzbogen gestützten Keller, dass ich quasi so Holzgewölbe reinbaue. Habe ich noch nie gemacht. Würde ich aber mal gerne probieren, wie sowas funktioniert, ob man sowas gut realisieren kann. Genug Holz haben. Naja, so semi. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Bäume fällen. Ja, aber so Kellergewölbe wäre halt schon geil. Warum ist da vorne eigentlich ein so ein Blatt, was so andersfarbig ist? Das geht mir jedes Mal komplett auf den Sack. Ich mache das jetzt ab. Da war wohl mal noch so ein anderer Baum, ne? So, das war's. Aus mit dir. Ich glaube, wir gehen mal lieber mit dieser Holzgewölben-Taktik vor oder so. Da weiß ich aber noch nicht genau, wie ich das von der Größe her dimensionieren möchte. Wahrscheinlich müssten wir da um einiges breiter gehen. Wie viel Platz habe ich nach links und rechts? Ja, massig, massig. Okay, nach links und rechts habe ich massig Platz. Okay. Das ist gut. Das heißt nämlich, dass ich hier ein. So auf der Höhe dann anfangen würde. Den markiere ich mir mal ganz kurz hier. So ungefähr. Ja, natürlich gegen die Wand gebaut. Ganz klarer Fall von Leck mich am Arsch. Kennt man. So. Klar. Gut, langsam ist es drin auch ganz schön dunkel. Ich sollte mal vielleicht ein paar Fackeln aufstellen, bevor hier die ersten Monster spawnen. So. Meine Idee ist nämlich quasi jetzt hier. Und dann 1, 2, 3. Genau, passt sogar relativ gut. Ungerade Zahl ist ganz praktisch. Ungefähr so. Ja, nee. Bitte nicht. Aua. So, und jetzt hier so ein Bogen rein. Und genau da weiß ich jetzt nicht, wie man das. Weißt du was? Ganz klassisch. So, so und so. So, so und so. Und jetzt würde ich gerne aus normalem Holz so eine Treppen bauen, die ich dann da und da in die Ecke rein ecke. Wir brauchen also Fackeln, wir brauchen ganz viel Holz, wir brauchen Holztreppen. Also Baumblöcke brauchen wir ganz viele und Holzecken. Treppen. Gedingsgedöns. Wir werden also nochmal eine ganze Menge Holz abbauen hier überall. Sehr geil. So und so. Wir brauchen viel mehr. Da ist eine Kuh. So, hier kommen wir bauen wieder hin. Hier kommt ein Baum hin. So, hier können wir auch noch ein bisschen abschlachten. Oh, hier ist ein grüner Fleck.
saftiges Stück Erde. So, hier haben wir auch noch zwei. Ich werde mal hier ordentlich. Ich meine, so lange wird die Spitzhacke, die Axt eh nicht durchhalten. Von daher. Aber ein paar Bäume würde ich gerne hier noch abfällen. So, dann du noch, damit dieser komische Grashaufen nie verschwindet. Yay. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, nächste Folge bauen wir uns mal eine neue Axt und fällen aber noch mal ein paar Bäume. Wohl 64 Blöcke sind halt arsch zu wenig. Also massiv zu wenig. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zum Baumfarm. Bis dann.